Sie geben ihre Freizeit und nehmen kein Geld. Ehrenamtliche Retter. Ein Kumpel von mir hat gesagt, lass mal zur Feuerwehr gehen. Dann hat man sich das ein bisschen angeschaut und gesehen, wenn das keiner macht, dann kommt keiner, wenn dein Haus brennt. Sie wollen etwas tun und anderen in der Not helfen. Ich habe halt 13 Jahre in der Schule gesessen und dann wollte ich einfach mal endlich mal was Praktisches machen. Mancher hat selbst erfahren, wie wichtig Hilfe in der Not ist. Ich war mit meinen Eltern in Spanien im Urlaub. Ablandiger Wind, eine Luftmatratze und ein spanischer Rettungsschwimmer hat mich dann damals wieder reingeholt. Und ich habe mir dann überlegt, dass es eine gute Idee ist, auch irgendwann mal anderen Menschen zu helfen. Es ist Sommer, es ist heiß. Die Badeanstalten sind voll und die Flussufer beliebt. Dabei sind viele oft sorglos, gerade am Rhein. Wir sehen hier ein bisschen schönen Sandkiesstrand, ist ja fast wie auf Mallorca, würde ich mal sagen. Ja, aber die Strömung von der Schifffahrt, die eben am Rhein da ist, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Sieht jetzt zum Beispiel, dass über ein Schiff, was hier fährt, der Wellenschlag nach vorne zum Strand hin relativ hoch ist. So, und im Gegenzug, wenn das Schiff vorbeigefahren ist, der Sog von der Schraube einfach das Wasser wegzieht. Sobald wirklich das Wasser unter den Füßen weggezogen wird, fallen die Kleinkinder um. Und dann verschlucken sie sich natürlich. Es ist der 16. Juni 2021, als Passanten am Rhein bei Duisburg-Walsum um Hilfe rufen. Drei Mädchen sind an einer der Buhnen von der Strömung unter Wasser gezogen worden und tauchen nicht wieder auf. Die Alarmierung ging um 17.40 Uhr auf dem Melder. Dann geht natürlich erstmal direkt der Adrenalinspiegel hoch. Wir haben natürlich sofort unsere komplette Alarmierungskette ausgelöst. Drei Mädchen im Teenageralter vermisst. Man ist bemüht, dann manche Abläufe vielleicht noch schneller zu machen, weil ja wirklich was auf dem Spiel steht. Am Alsumer Steig in Duisburg-Marxloh sammeln sich Polizei, Feuerwehr und DLRG. Der Anfang einer riesigen Suchaktion. Feuerwehr war schon am Suchen mit Feuerlöschboot, Rettungsbooten von der Feuerwehr. Christoph Neun war schon am Himmel und Polizeihubschrauber und Wärmebildkamera waren unterwegs. Auch die ehrenamtlichen Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG suchen nach den 13-, 14- und 17-jährigen Mädchen. Je nachdem, mit wie vielen Booten wir unterwegs sind, suchen wir den Strom in Linienform ab. Heißt, es fahren 3, 4, 5 Boote, je nachdem, fahren nebeneinander. Systematisches Suchen. Die Positionen sind genau festgelegt. In dem Fall war ich Bootsführerin. Ich habe dann mehr so geradeaus rechts geguckt, weil es halt auch meine Seite ist. Und guckt einfach, ob irgendwo was treibt. Oder ob sie irgendwo im Bereich der Böschung einer verfangen hat oder sich festhält sogar. Man denkt manchmal, da könnte was sein. War dann eine Plastiktüte. Wenn er Bewusstsein verliert hier im Wasser, liegen die Chancen zwischen 3, 4, 5 Minuten. Ja, wir wissen, wenn einer 5 Minuten ohne Sauerstoff ist, sind die Überlebenschancen relativ gering. Sie hoffen immer darauf, dass sich die Person über Wasser halten kann. Wir kamen gerade von der Rheinfähre Richtung Berg. Da hieß es treibende Person im Wasser. Da war ja auch gerade zu dem Zeitpunkt noch die Reanimierungsmaßnahmen. Und da ich das Ufer abgesucht habe, habe ich die halt auch mitgesehen. Und ja, diese Bilder hat man dann halt erstmal ein bisschen im Kopf, vor allem wenn man weiß, wie es am Ende ausgegangen ist. Nicht immer können sie helfen. Auch das gehört zu ihrer Arbeit. Aber man sollte schon dann die Jüngeren darauf vorbereiten, dass sie sich darauf einstellen können, dass es nach einer gewissen Zeit auch nur noch sein kann, dass man eine Leiche findet. Wegen Dunkelheit wird die Suche nach den beiden jüngeren Mädchen eingestellt. Der Rhein nimmt und der gibt auch nicht so schnell wieder zurück. Wir wissen, wo die Personen dann geborgen worden sind. 120 Kilometer entfernt, in den Niederlanden. Früher gab die Sirene das Alarmsignal.
Einsatz für die Freiwilligen bei der Feuerwehr. 130.000 von ihnen gibt es heute in Nordrhein-Westfalen. Große, kreisfreie Städte verfügen über eine Berufsfeuerwehr. Freiwillige Wehren verstärken dort die Rettungskräfte. In ländlichen Regionen tragen sie allein die Verantwortung. Brände löschen, Menschen retten. Und das schon seit mehr als 200 Jahren. Am 21. Februar 2022 sorgt das Sturmtief Antonia für einen Dauereinsatz der Feuerwehren in ganz Nordrhein-Westfalen. Reihenweise stürzen Bäume um. Stundenlang sind die Retter auch in Essen im Einsatz, um die Straßen frei zu bekommen. Bis nach Mitternacht. Doch der Einsatz nimmt kein Ende. Kurz nach zwei war auch ich dann kurz davor ins Bett zu gehen. Und dann piepte der Melder und dachte ich, oh, doch noch ein Baum. Schaute rauf und B2, also mittleres Brandereignis. Das heißt so viel wie Zimmerbrand. Also alle wieder zur Wache. Da war aber die Meldung von einer Wohnung, nicht von 40. Essen, grüne Mitte. In diesem neuen Viertel wohnen auch zwei Männer der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, dann klingelte der Pager. Man guckt drauf, Bergmannstraße. Und in dem Moment war man dann hellwach. Dann ging es noch durch den Kopf, ist das jetzt hier im Haus? Bergmannstraße, das ist seine Adresse. Eins der Häuser brennt. Ich habe am anderen Ende des Hauses gewohnt. Und guckte dann genau in der Eingangstür, habe dann Qualm gesehen aus einer Wohnung da noch. Noch ist das Feuer weit weg. Hab dann die Adresse gesehen, wusste dann, okay, ist bei mir eine Straße. Dann bin ich erstmal zum Küchenfenster gelaufen. Auf der Rückseite habe ich dann noch Flammenschein oben am Himmel gesehen. Und dann kam der Niklas mir schon entgegen ran. Wir haben, glaube ich, beide den Gedanken gehabt, wir müssen da rein und die Leute irgendwie rausholen. Ein Nachbarn hat mir vorher gesagt, dass im ersten OG noch ein Rollstuhlfahrer ist. Dann sind wir noch mal hoch und haben dann den Rollstuhlfahrer runtergetragen und konnten ihn dann nach draußen bringen. Während sie einfach funktionieren und die eigene Wohnung vergessen müssen, sind die Kollegen zur Wache alarmiert worden. Wir haben uns dann hier an der Wache versammelt, so wie man es halt macht, uns hier ausgerüstet, die Fahrzeuge besetzt und haben uns dann auf den Weg gemacht zur Bergmannstraße. Es ist mitten in der Nacht und alle haben schon einige Einsätze hinter sich. Trotzdem sind sie schnell auf den Beinen. Man kann sich auf sie verlassen, auch wenn es eigentlich nur ihr Hobby ist. An der Unglücksstelle hat sich das Feuer durch den Sturm Antonia in Sekunden ausgebreitet. Die Männer der Berufsfeuerwehr sind als Erste vor Ort und organisieren den Einsatz. Auch die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte werden gleich eintreffen. Um 7 Minuten nach Alarmierung waren wir vor Ort, in die Bergmannstraße reingezogen und dann hat man diese Flammenwand gesehen. Ein Brand in der Größenordnung, außergewöhnlich für die Freiwillige Feuerwehr. Damit habe ich nicht gerechnet, mit dieser Gewalt eigentlich, weil ich kannte ja diese Häuser da. Und wirklich vom Erdgeschoss bis unter das Dach eine riesen Feuerwand. Die ging wirklich von rechts bis links in die Ecke rein. Und man sah auch, überall waren Leute am Fuseln wie so einem Ameisenhaufen. Und überall waren Menschen, die dann irgendwie fluchtartig diese Gegend da verlassen haben. In den Nachbarhäusern natürlich auch. Jeder stand am Fenster. Ich sagte noch zum Jonas, da sind noch Leute drin. Also wenn das jetzt auch anfängt zu brennen, was machen wir denn dann? Und auf der Straße brannte ein PKW, der musste auch erst abgelöscht werden, bevor wir irgendwie richtig erstmal anfangen konnten, da den Hauptbrand zu löschen. Diese PKWs in den Parkbuchten vor dem Haus haben nur durch die Wärmestrahlung angefangen zu brennen. Das war ja auch ein enormer Funkenflug auf die andere Straßenseite. Also pures Chaos. Angefacht durch heftige Sturmböen breitet sich das Feuer schnell aus. Ich habe die ganze Feuerfront wirklich rumwandern sehen, bis zu unserer Wohnung. Ja, und das war so ein Moment, wo ich sagte, okay, das war's. Erinnerungsstücke, alles weg. Alles, was man sich so aufgebaut hat in den Jahren.
128 Menschen verlieren in dieser Nacht ihr Zuhause. Da war auch eine Situation, die ich, glaube ich, so nicht mehr vergessen werde. Da waren dann eine junge Familie mit einem Kind auf dem Arm und einer Reise oder irgendwas noch in der Hand. Und das war's. Und die waren natürlich sehr aufgelöst. Und da ist mir erstmals so richtig bewusst geworden, was hier eigentlich gerade passiert. Wahrscheinlich ein Tag wie jeder andere. Dann plötzlich geweckt, sehen dieses Ausmaß und wissen, sie verlassen die Wohnung und werden sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Jeder hätte noch gerne ein paar wichtige Dinge mitgenommen. Aber keiner kommt mehr ins Haus. Das wäre fatal gewesen, wenn ich da jetzt noch reingerannt wäre. Man konnte auch zu dem Zeitpunkt nicht reingehen, weil es zu warm war. Und nachher, zum Schluss hin, durfte man halt nicht rein, weil die Statik vom Gebäude halt sehr stark angegriffen war. Und wenn man da jemanden reingeschickt hätte, das wäre gar nicht verantwortbar gewesen. Deshalb, ich habe mich dann wirklich zurückgehalten, wurde auch noch von den Kameraden so ein bisschen zur Seite genommen. Wie geht's dir? Trink doch mal erstmal was. Komm zur Ruhe. Also natürlich möchte man gerne ins Feuer, dafür wird man Feuerwehrmann. Das ist auf jeden Fall der erste Instinkt. Wobei das ja auch nichts bringt, wenn alle nach vorne rennen, Wasser drauf werfen. Die müssen ja auch irgendwo Wasser herbekommen. Das war in dem Fall meine Aufgabe. Ich habe also dafür gesorgt, dass die Trupps, die vorgingen, Wasser hatten. Da wirkten die Strahlrohre schon echt wie Gartenschläuche. Also wenn diese ganze Flammenwand gesehen hat, das brannte ja echt von Erdgeschoss bis zur vierten Etage, bis unters Dach. Alles, es war quasi eine Flamme, die bis von unten bis nach oben durchging. Und dann hält man da seinen Gartenschlauch drauf. Da wirkt man dann schon sehr verloren. 150 Feuerwehrleute sind bei dem Großbrand im Einsatz. Aber gegen den stürmischen Wind haben sie erstmal keine Chance. Dann sind wir dann mit dem Löschfahrzeug da rumgefahren, haben dann festgestellt, dass da also einfache Mittel nicht helfen und haben dann einen Wasserwerfer vorbereitet. Das ist schon für einen Wohnungsbrand ein sehr brachiales Mittel. Wir standen auch zum Start unter einer der ersten Drehleitern. Das Wasser wurde vom Wind quasi nur noch verweht, landete auf uns. Also wir waren innerhalb der ersten zwei Minuten schon komplett durchtränkt. Und es liegen noch viele Stunden vor ihnen, bis sie den Brand unter Kontrolle haben. Auch am nächsten Tag finden sich immer wieder Glutnester. Und ich war, glaube ich, an dem Abend, an dem nächsten Tag, wo es gebrannt hat, waren wir, glaube ich, um 18 Uhr zu Hause im Bett. Mit Aufräumen in der Wache die Sachen wieder einsatzbereit machen, mit den Jungs quatschen. Und das war schon, also ich habe kein Gefühl für die Zeit, aber ich vermute, ja, so 18, 19 Uhr waren wir zu Hause. Von nachts 2 Uhr. Man verliert jegliches Zeitgefühl da. Ich glaube, das vergisst man nicht. Also einen Einsatz in der Größenform gibt es hoffentlich nicht wieder. Kein Todesopfer zu beklagen, das war das Befriedigende an der ganzen Geschichte. Drei Verletzte mit leichten Rauchvergiftungen. Sie haben einen guten Job gemacht. Alle bei der Freiwilligen Feuerwehr haben eigentlich noch einen Hauptberuf. Man muss sich auch gut überlegen, wenn man jetzt was Wichtiges außerhalb hat, ob man den Melder dann anlässt. So Klausuren in der Uni sind da ein gutes Beispiel. Da muss man halt dran denken, dann den Melder vorher auszuschalten. Es sind nicht nur die Einsätze. Der Wagen ist voll mit Werkzeugen, Geräten und Technik. Alles sollte sofort funktionieren. Da muss man sich auf Technik wie auf Kameraden verlassen können. Heute checken Sie den Wechsel der Pressluftflasche, falls dem Kollegen im dichten Rauch das Atemgerät versagt. Achtung, 1, 2, 3. Hat geklappt. Immer wieder üben. Das gilt auch für die Ehrenamtler des Technischen Hilfswerks THW. 18.000 Freiwillige zählt das THW in Nordrhein-Westfalen. Und seit der Flutkatastrophe 2021 werden es ständig mehr. Es gibt bei vielen das Bedürfnis, mit anzupacken. Das finde ich ist eine ganz tolle Sache am THW, dass man zum einen halt anderen Leuten helfen kann. Und zum anderen ist es halt so, dass man sich halt selbst so weiterbilden kann. Das finde ich extrem toll. Übung. Ein schwerer Steinklotz muss aus dem Weg. Hier hinter, in dem Rohr, soll jetzt eben eine Person liegen, die jetzt irgendwie verschüttet gegangen ist. Das Problem ist überschaubar. Die Wirklichkeit sieht dann oft anders aus. Düsseldorf. Am 24. Juli 1997 explodiert mitten in der Nacht ein Wohnhaus. Um 3.15 Uhr trifft die Feuerwehr ein. Beginnt mit der Suche nach Verschütteten, obwohl die Nachbarhäuser einsturzgefährdet sind.
Nach einer halben Stunde bergen sie eine erste Überlebende. Um 6.30 Uhr einen weiteren. Aber sie brauchen Verstärkung. Das THW ist alarmiert. Einer von ihnen, Ralf Fassbender. Schwierig, die Gedanken gehen an dem Kopf. Wir wissen natürlich auch über unsere Ausbildung und über auch parallele Dinge, die wir schon erlebt haben, dass sich in so einem Trümmerkäbel auch Hohlräume bilden. Zwei Personen konnten gerettet werden, doch 13 werden noch vermisst. Es läuft dann so ab, dass wirklich jeder Stein, der da drin liegt, einzeln von Hand entfernt wird, um die Auswirkungen darunter so gering wie irgend möglich zu halten. Weil es könnte ja jemand darunter noch am Leben sein. Und wir haben damit eine Chance, noch an den Rand zu kommen. Zuerst müssen aber die Nachbarhäuser gestützt werden. Das THW organisiert Kräne. Und haben die benutzt, um in der allerersten Phase die seitlichen Hauswände abzustützen, indem wir die Kranarme im Grunde gegen die beschädigten Gebäudeteile gelegt haben, um damit eine Art Abstützung hervorzurufen, damit uns von oben nichts auf den Kopf bröselt, was auch ein Riesenproblem war. Der Einsatz ist nicht ungefährlich. Im Laufe des Tages und der nächsten Nacht werden 6 Menschen gefunden. Keiner von ihnen hat überlebt. Klar, der Frust wird immer größer. Ja, und der fängt erst dann an abzugären, wenn man die Meldung hat, jetzt sind wir durch. Jetzt sind alle Vermissten identifiziert und gefunden, ob tot oder lebendig. Während sie nach Überlebenden suchen, starten auch die Ermittlungen zur Ursache der Explosion. Gerüchte machen die Runde. Es ist also schon zweimal auf dem Haus ein Brandanschlag gemacht worden. Schon zweimal. Einmal bis zur ersten Etage abgebrannt und jetzt diese Detonation, beschwert mich. Am 4. oder 5. Tag, wir waren eine knappe Woche da im Einsatz, kam auf einmal eine Anweisung von der Staatsanwaltschaft, die da auftauchten, dass wir in den Materialien, die wir vor Ort finden, bestimmte Sicherungsmaßnahmen vorsehen sollten. Das wurde dann halt als Flurgerücht in den Raum gestellt, hier hat irgendeiner an den Leitungen geschraubt. Im Keller finden sie schließlich den rausgedrehten Stopfen vom Gasrohr. Nachdem dann klar war, es war eine Manipulation an den Gasleitungen, war natürlich ein unglaublicher Frust und auch fast schon eine Art Wut, die in einem staute. Wie kann ein Mensch sowas tun? Der Prozess gegen den Hausbesitzer wird zur Justizposse. Erst nach 13 Jahren kommt das Urteil. Lebenslänglich. Die DLRG kümmert sich seit mehr als 100 Jahren um die Sicherheit in und an den Gewässern. Meeresküste, Flüsse und Badeseen. Wer im Wasser in Not gerät, den haben die Rettungsschwimmer im Blick. Du, Winfried, dahin ist ein Kind ertrunken. Wo? Da! Manfred, Günther, Einsatz. Die anderen kommen zum Stehen. 70.000 Mitglieder hat die DLRG allein in Nordrhein-Westfalen. Der Straberger See bei Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf. Am Strand gibt es seit 36 Jahren eine Rettungsstation der DLRG. Mehrere Menschen konnten hier schon vor dem Ertrinken gerettet werden. Immer am 1. Mai startet hier die Saison. In den Ferien und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr beobachten die Rettungsschwimmer genau, ob jemand zu weit rausschwimmt oder hilflose Bewegungen macht. Der Ernstfall wird regelmäßig trainiert. In Strandnähe wären sie einfach ins Wasser gesprungen. Weiter draußen ist es mit dem Motorboot schneller. Schließlich geht es um Sekunden. Auch wenn man nicht immer sicher sein kann, ob da wirklich Hilfe gebraucht wird. Ich glaube, man entwickelt da irgendwann so ein Gefühl für, so ein Sichtfeld für. Weil es gibt halt wirklich viele, die es einfach aus Spaß machen, die da halt einen Spaß dran haben, sich gegenseitig
unterzuducken. Und man muss dann halt da schon sehr differenzieren. Aber ich glaube, das hat man irgendwann einfach so im Gespür. Auch dies ist eine Übung. Retten darf, wer mindestens das silberne Rettungsabzeichen hat und als Steuermann oder Frau den Bootsführerschein. Und einer muss sich ins Wasser legen. Hallo. Alles gut soweit? Irgendwelche Schmerzen irgendwo? Okay, wir heben Sie auf drei raus, okay? Eins, zwei, drei. Sehr gut. So, einmal Beine rein. Einmal hinsetzen. Sehr schön. Person an Bord. Gut. Wir fahren dann zurück. Geht's Ihnen gut soweit? Jeden Sommer ertrinken Menschen in Badeseen. Oft überschätzen sie sich oder sind unterkühlt. Die meisten hier sind Ehrenamtler oder Bundesfreiwillige in ihrem sozialen Jahr. Es gibt natürlich die, die sehr dankbar sind, weil sie selber gemerkt haben, dass es knapp geworden ist. Es gibt auch immer welche, die der Meinung sind, sie hätten es alleine zurückgeschafft und die dann so ein bisschen nicht beleidigt sind, aber das unnötig fanden. Das kommt immer so ein bisschen auf die Menschen an. Und gerade die Eltern sind meistens dankbarer, wenn die Kinder wieder rausgeholt werden. Ich meine, wir machen das ja auch alle aus einem bestimmten Grund, um Leben zu retten. Klar, wenn man jetzt gemerkt hat, ey, ich habe jetzt heute da dem einen oder anderen helfen können, wenn man da was Positives geleistet hat, freut man sich natürlich am Ende des Tages. Es ist der 27. Juli 1994 am Straberger See. Das war ein recht gut besuchter Sommertag, als jemand zu uns kam und sagte, dass da wohl ein Krokodil im Wasser wäre. Wir sind dann also zu zweit mit einem Funkgerät und einem Fernglas ausgestattet losgezogen Richtung Badewiese oder Liegewiese, wo das Ganze stattgefunden haben sollte. Dann haben wir mal gerufen, wem gehört das Krokodil? Worauf dann viel Gelächter kam und ein etwas nervöser junger Mann auf uns zukam und sagte, ja, das ist meins. Der Mann hatte vergeblich das Ufer nach seinem kleinen Kaiman abgesucht und sagte, dass beim Baden das Halsband gerissen sei und das Reptil abgetaucht sei. Gefährlich wäre es aber nicht. Weil er auch halt absolut zahm ist. Er hat bei mir im Bett gepennt nachts, und also wirklich absolut zahm. Also. Alle anderen, die drumherum waren, sagten also, ja, das war schon groß und hatte spitze Zähne. Haben wir dann also nach Rücksprache mit dem Betreiber der Anlage hier entschieden, die Anlage zu räumen, erstmal alle Badegäste aus dem Wasser zu holen. Und während wir das dann noch von Ufer aus probierten, senkte sich dann schon ein Hubschrauber auf dem See herunter und es kam eine Lautsprecherdurchsage von der Polizei, es war ein Polizeihubschrauber, die alle aufgefordert hat, sofort das Wasser zu verlassen. Sie sei in extremer Gefahr, es wäre ein Krokodil im Wasser. Ein ungewöhnlicher Einsatz. Rettungsschwimmer auf der Suche nach einem Reptil. Ohne Erfolg. Es sollte Tage dauern. Hier ist ja Verschiedenstes probiert worden. Hier sind also literweise Schlachtabfälle ausgekippt worden, in der Hoffnung, das Tier anzulocken. Und man hat irgendwelche Großwildjäger mit Schleppangeln hier gehabt, die sich berufen fühlen. Ich glaube, jeder, der am Tor klopft und sagt, er wäre Experte für Krokodile, auf den wurde erst mal gehört. Das war ein reichliches Durcheinander. Was denken Sie, wird es schwierig sein für Sie? Weil einen Kaiman haben Sie noch nicht erlegt, oder? Wir wollen noch keinen Kaiman schießen. Und wieso kommen Sie dann hier in Jägerkluft an mit Gewehren? Das ist mein Arbeitsdreis, ich bin Gärtner. Das waren teilweise halt wirklich Jäger mit richtig großen Flinten hier, die dann auch erzählten, dass sie also auf Großwildjagd und in Afrika und wo sie überall schon gewesen sind. Das ging dann so weit, dass die von unserem Boot aus dann auf mögliche Ziele geschossen haben und der Rückstoß so groß war, dass sie beinahe über Bord gefallen wären. Inzwischen belagerten die Medien den Strand Tag und Nacht. Die Polizei versuchte ihr Glück im Dunkeln. Es hieß, die Augen des kleinen Alligators würden leuchten, wenn man sie anstrahlt. Und haben dann mehrfach in der Nacht auf etwas geschossen, das sie für ein Ziel hielten. Und als das Ziel danach weg war, kam die Meldung, wir haben ihn getroffen. Die Kaimanjagd im Baggersee bei Dormagen ist offenbar beendet. Mit drei gezielten Schüssen will die Polizei am frühen Morgen das 1 Meter lange Reptil erlegt haben. Aber Sammy lebte und die Stimmung kippte. Die große Staatsgewalt gegen ein kleines Krokodil. Bevölkerung und Medien standen voll hinter dem Liebling des Sommers 1994.
Sammy soll leben. Darin sind sich Tierschützer und Sommerlochliebhaber inzwischen einig. Die Suche nach dem Kaiman im Nievenheimer See geht weiter. Carsten Gösch gab nicht auf. Ich war mit auf dem Boot an dem Morgen beim Suchen. Und bin dann eigentlich kurz vom Bord gegangen, um Brötchen zu holen, als ich wieder Kamera gefunden wurde. Ja, letztendlich war es dann ein Taucher im Neoprenanzug, der schwimmenderweise einfach die Gebüsche abgesucht hat und dann beherzt zugegriffen hat und ihn rausgeholt hat. Ein Mitarbeiter des Zoos präsentierte Sammy der Presse und nahm ihn anschließend mit in den Tierpark. Dort wurde er in den nächsten Jahren zu einem ausgewachsenen Alligator. Ja, es hat ja doch durchaus auch schon einen Fluss auf die weitere Stadtentwicklung gefunden, sage ich mal. Also es ist ein Schwimmbad danach benannt worden. Das Stadtbad von Dormagen, in dem heute die DLRG ihre Nachwuchsschwimmer ausbildet. Sie kommen als Kinder. Manche bleiben dann dabei. Anfang wollte ich einfach nur schwimmen lernen, aber ich bin jetzt immer noch dabei, weil ich auch später mal im Einsatz helfen möchte. Inzwischen gibt es sogar Wartelisten. Gerade im letzten Jahr und gerade auch nach der Flutkatastrophe haben sich viele gemeldet, die im Rettungsschwimmen tätig werden wollten. Viele wollten am See dann auch helfen oder irgendwie was tun, selber was bewegen. Und dafür ist der Rettungsschwimmer eben notwendig. Sie ist inzwischen Ausbilderin. Als nächstes üben wir nochmal die kombinierte Übung von Rettungsschwimmer Bronze. Denkt dran, Halswirbelgriff ist das von hinten mit am Hals. Los geht's. Erst die Schultern hochziehen, Kinn auf die Brust, über Kreuz greifen, wie man das beim Auto machen würde, genau, wenn man sich anschnallt. Nee, du warst schon richtig rum, genau. Nur die Finger müssen drunter. Dreh die Hand ruhig, genau so. Nicht zu sehr, du willst sie nicht umbringen. Dann wirst du angegriffen, befreist dich einmal daraus und schleppst zurück. Zieht immer am Kiefer, nicht am Arm. Ja? Der Arm ist nur dafür da, wenn die Person wirklich Panik hat. Ab dem 10. Lebensjahr kann man zum Retter werden. Mit Bronze fängt es an. Ab Silber ist man Retter. Ich denke, ich könnte schon kleinere Kinder oder Kinder retten, aber ich könnte jetzt, glaube ich, noch nicht so einen Erwachsenen rausziehen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man Menschen abschleppt und theoretisch aus der Notfallsituation retten könnte. Und das ist toll. Neben den Rettungsübungen geht es bei den DLRG-Abzeichen auch um Schnelligkeit. Wir machen als nächstes eine Staffel. Und zwar Jungs gegen Mädels. Und los! Das sieht nach einem klaren Sieg für die Mädels aus. Ja, gerade in dem Alter kann man die damit sehr gut reizen, dass man sagt, okay, die Mädels schwimmen gegen die Jungs. Das weckt dann meistens doch den Ehrgeiz. Schmallenberg, Bad Fredeburg im Sauerland. Am 5. Februar 2011, mitten in der Nacht, geht ein Luxushotel in Flammen auf. Das Hotel brennt in voller Ausdehnung, so die Anrufer oder der Anrufer. Ja, und das ist natürlich alle, die Nervosität war riesengroß. Jeder kannte dieses Hotel da oben, das kann man sich erstmal gar nicht vorstellen. Aber spätestens, als ich dann losgefahren bin und gesehen habe, dass der ganze Himmel Richtung Grimberg wirklich glutrot war, da war mir schon klar, das wird eine sehr große Sache. Sofort macht sich der Trupp der Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg. Alles Weitere erfahren sie im Wagen über Funk. Da kam dann irgendwann von dem ersteintreffenden Rettungswagen, der vor Ort gewesen ist, die Rückmeldung über Funk. Personen stehen am Fenster und schreien und drohen zu springen. Und da war natürlich bei uns im HLF erstmal Totenstille angesagt. Da musste natürlich erstmal jeder jetzt erstmal überlegen und gucken, was ist da jetzt eigentlich wirklich Phase und was erwartet uns da jetzt. Um auf solche Situationen vorbereitet zu sein, wird alle zwei Wochen trainiert. Ein Brand an einer Grundschule in Bad Fredeburg. So, angenommene Lage, Dachstuhlbrand Altbau, vermutlich noch Personen im Gebäude. Gruppenführer LF10, du gehst einmal links ums Gebäude rum, erkunden Öffnungen, Zugänge, Brandausbreitung und so weiter. Ja. Und go. Angriffstrupp zur Menschenrettung mit ersten C-Rohr durch den Keller in den Altbau vor. Und los.
Ein Trupp unter PA in den Kellereingang durch den Proberaum vor. ERW von Einsatzleiter. Drehleiter wird zur Menschenrettung in Stellung gebracht. Der Hotelbrand 2011. Das Feuer hat sich in Minuten stark ausgebreitet. Dann ist unser Führer von der Drehleiter, der ist dann vorgegangen zum Erkunden, um mal zu gucken und zu priorisieren, wo vielleicht zuerst gehandelt werden muss. Ja, dann kam noch ein Polizist zu uns ans Auto, hat dann uns angeschrien und gefleht, dass wir bitte endlich losfahren sollen und bitte anfangen sollen. Haben uns sofort dazu entschieden, dann natürlich die Menschenrettung einzuleiten. Wir hatten sofort zwei der Steckleiterteile genommen und hatten die in Stellung gebracht, um die ersten Leute quasi aus den ersten Fenstern zu retten nacheinander, wo man wirklich im Hintergrund in den Zimmern schon den Feuerschein leuchtend orange sah. Also das war wirklich in letzter Sekunde, muss man quasi sagen. Den Menschen ist der Weg durchs Haus abgeschnitten. Panik bricht aus. Sie wollen sich aus dem Fenster retten. Die größte Gefahr war halt, dass man in Panik aus dem Fenster springt. Und das zeigt ja schon, dass man Bettlaken zusammengeknotet hatte und versuchen wollte, sich da abzuseilen, was mit Sicherheit zu einer akuten lebensbedrohlichen Situation geführt hätte. Mit der Drehleiter kommen sie auch zu den entferntesten Fenstern. Dann ist von uns ein Kollege hochgegangen, hat zwei Kinder, glaube ich, als erstes runtergeholt. Und da hat man dann schon gemerkt, die Drehleiter war die ganze Zeit am Piepen, die war schon absolut am obersten Limit. Da ist dann oben noch eine Frau in Panik in den Leiterpark reingesprungen. Und das hat dann die Drehleiter richtig aus den Federn gehoben. Dann bin ich richtig aus dem Sitz quasi vorne rüber so ein bisschen gegangen. Also das war wirklich schon ja, sehr brenzlig. 11 Jahre später sitzt er fest im Sitz. Oben gibt es einen Korb, mit dem Personen sicher geborgen werden können. Selbst wenn es ihnen nicht gut geht. Eine Person bewusstlos. Wir nehmen jetzt Tragegestell mit Schleifkorbtrage vor und holen die Person runter. Selbst bewusstlose Menschen kann man komfortabel nach unten bringen. Die Patienten bekommen sofort eine Erstversorgung. Auch das gehört zu den Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr. Mein Vater und mein Bruder waren immer schon bei der Feuerwehr und ich habe mich als Mädchen damals erfolgreich dagegen gewehrt. Und nach meinem Staatsexamen als Notfallsanitäterin habe ich dann Kollegen kennengelernt, die hier in der Feuerwehr sind. Und die haben mich dann darauf angesprochen und bin dann quasi aktiv in den Löschzug richtig eingestiegen. Ich bin die einzige Frau hier im aktiven Löschzug, also abgesehen von der Jugendfeuerwehr. Aber das hat 2-3 Dienstabende gedauert und mittlerweile ist das überhaupt keine Unterscheidung mehr. Man kann den Job genauso gut machen wie ein Mann und wir sind jetzt sogar mittlerweile 6 Frauen bei uns im Dorf. Also wir haben schon eine recht gute Quote und es ist so, es ist nicht so, dass man, weil man jetzt eine Frau ist, irgendwie anders behandelt wird. Feuer aus, Übungsende. Ja, verstanden, Feuer aus, Übungsende. Bei dem Hotelbrand dauern die Löscharbeiten bis weit in den Vormittag. Irgendwann wird das Wasser knapp. Zunächst nimmt man Wasser aus dem Hotelpool. Dann kommen Landwirte aus der Umgebung und bringen Wasser in ihren Gülleanhängern. Ist es schon was Besonderes, dass man da sagen konnte, ja, da habe ich mitgeholfen, da habe ich meinen Teil zugegeben. Wir haben immerhin 10 Menschenleben in letzter Sekunde gerettet. Dann weiß man schon, wofür man es macht und man will es auch immer weitermachen. Ja. In dem Ort mit knapp 4000 Einwohnern gibt es keine Berufsfeuerwehr. Daher ist die Freiwillige Feuerwehr in ländlichen Gebieten fast eine Selbstverständlichkeit. Sie ist Treffpunkt, Gemeinschaft und auch Abenteuer. Und für die Jugend auch eine große Freizeitmöglichkeit. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid heute Morgen. Wir machen heute eine Jugendfeuerwehrübung mit einem klassischen Löschangriff. Und wir werden 2 Wasserentnahmestellen haben. Einmal aus dem offenen Gewässer, hier hinten hinterm Auto. Wir werden mit dem Hydranten arbeiten. Und die angenommene Lage ist ein Böschungsbrand. Ab dem 10. Lebensjahr können die Mädchen und Jungen Mitglied bei der Jugendfeuerwehr werden. Und wie die Erwachsenen für den Ernstfall trainieren. Schon jetzt lernen sie die wichtigsten Handgriffe. Ich würde auch gerne mal bei ein paar echten Einsätzen dabei sein. Dafür gibt es den Höhepunkt des Jahres, den Berufsfeuerwehrtag.
Da spielen wir hier 24 Stunden lang eine Schicht einer Berufsfeuerwehr nach. Heißt wirklich mit morgens Dienstantritt, wir machen hier Üben, wir essen, wir schlafen hier. Und zwischendurch denken wir uns immer so ein paar kleine Einsätze aus für die Kinder, die natürlich vorher auch nicht wissen. Dann geht hier im Hof wirklich der Gong, alles rennt in die Fahrzeuge und wir fahren los wie im richtigen Einsatz. Und da haben die einen riesigen Spaß dran. In den richtigen Einsatz dürfen sie erst mit 18. Ja, erst habe ich mir so gedacht, ist das was für mich oder nicht? Aber dann irgendwann habe ich es einfach mal ausgetestet und dann fand ich es gut. Zweite C-Rohr, Wasser macht. Wasser kommt! Das Engagement bei der Feuerwehr wird in der Familie nahezu vererbt. Mein Bruder war in der Jugendfeuerwehr und Nils hat mein Cousin. Und deswegen wollte ich auch in die Feuerwehr. Ich habe als kleines Kind immer schon so mit Feuerwehrautos so gespielt und ich fand das halt immer schon ganz toll. Und als ich 10 Jahre alt war, bin ich dann direkt zur Feuerwehr gegangen, weil ich es so toll fand. Die Gemeinschaft und dass wir so coole Übungen machen und so weiter. Früher hatte ich auch ganz viele Spielfeuerwehrautos und ich spiele immer noch damit ein bisschen. Und dann möchte ich auch mal hier mit den großen Autos mal was machen. Zum Abschluss machen wir noch einen kleinen Wettbewerb an Leitern. Ihr habt jetzt die Aufgabe, mit eurer Gruppe, mit der vierteiligen Steckleiter hier an der Halle anzuleitern. Und die Gruppe, die zuerst oben an der Dachrinne anschlägt, die hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los! Bei allen ernsthaften Übungen darf auch der Spaß und der kleine Wettbewerb nicht zu kurz kommen. Über 100 Jugendliche sind in der Stadt Schmallenberg bei der Feuerwehr, verteilt auf 16 Löschgruppen bzw. Züge. Einmal an die Verriegelung. Die ist nicht aneinander. So, jetzt ist sie drin. Bad Fredeburg ist einer von ihnen. Verglichen mit anderen freiwilligen Feuerwehren sind sie extrem gut ausgestattet. Das macht die Aufgaben hier reizvoll. So, du steigst hoch. Gruppe LF10 hat gewonnen. Aber knapp. Ja. Habt ihr gut gemacht. Hochwassereinsatz für das THW in Grieterort bei Rees am Niederrhein. Immer wieder werden hier in den Wintermonaten die Wege und Straßen überspült. Den Landwirten ist der Weg zum Festland abgeschnitten. Ja, ungefährlich ist die Sache ohnehin nicht. Wir fahren also nur mit einem Begleitboot. Wir haben also immer ein Schlauchboot noch in der Nähe. Man erwischt ein Stacheldraht irgendwo. Wir fahren da teilweise über Wiesen, wo noch die Weidezäune noch irgendwo vorhanden sind. Damit die Milch der isolierten Höfe trotzdem an Land kommt, übernimmt das THW den Transport. 3000 Liter pro Fahrt, 10 bis 12 Mal am Tag. Abladen, aufladen und die Fahrt über die nicht sichtbaren Zäune zurück. Und dann passiert es doch. Trotz Sicherungsboot hatten wir das Problem, dass wir uns einen Stacheldraht in die Schraube gefahren haben. Wir mussten den Motor hinten ankippen und hinten den Stacheldraht rausnehmen. Und Stiefel gefroren und der Kollege konnte mich nicht mehr halten. Ich bin einfach bei Minustemperaturen ins Wasser gefallen. Das war jetzt nicht gerade ein Abenteuer. Der konnte mich relativ schnell wieder reinziehen. Aber Gefahr lauert da schon an jeder Ecke. Ja. Dann müssen auch mal die Retter gerettet werden. An einer höher gelegenen Straße wartet der Milchwagen und übernimmt die frische Milch. Eine Hochwasserkatastrophe hat Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 erlebt. Von Hagen bis zum Ahrtal wurden ganze Städte überschwemmt. In Leichlingen ging die Wupper über die Ufer und setzte die Stadt unter Wasser. Eine Baulücke erinnert den DLRG-Retter Dominik Lange an seinen Einsatz in der Nacht des 14. Juli. Es ging um Leben und Tod, auch sein Leben. Wir hatten Hilfe angefordert, schon sehr frühzeitig. Ja, wie man sich vorstellen kann, waren alle in Nordrhein-Westfalen befindlichen Einheiten noch einfach schon im Einsatz. Uns war schon klar, dass wir da auf verlorenen Posten unterwegs sind. Die Wupper in Leichlingen. Der Pegel erreichte immer neue Höchstmarken.
Ich hatte Urlaub auf meiner Arbeit, deswegen war ich auch zu Hause. Dann piepste das Handy und ich hatte eine Alarm-SMS mit Einsatzbereitschaft herstellen. Dominik Lange fährt von einem Einsatz zum nächsten. Mal ein paar Tiere, mal einen vergessenen Mann aus dem fast unerreichbaren Haus holen. Dank seiner vielen Fortbildungen bei der DLRG kommt er mit den meisten Lagen zurecht. Es ist schon stockdunkel. Da wird er von der Zentrale in die Neukirchener Straße geschickt. Dann sind wir von unserer Führungsstelle angesprochen worden, dass bei Nummer 17 eine unklare Lage wäre. In der Stadt kommt man inzwischen fast nur noch mit dem Boot voran. Das Wasser steht auf der Straße knapp 2 Meter hoch. Also man fährt mit dem Boot die Straße runter. Und dann sind wir vor das Haus gefahren und haben unser Boot hier an dem Bushaltestellenschild festgemacht. Boot haben wir ungefähr auf der Höhe festmachen können. Bei Nummer 17 steht heute kein Haus mehr. In der Flutnacht treffen sie hier auf 2 ältere Damen. Dann haben wir den Damen unmissverständlich gesagt, dass wir das Haus verlassen müssen. Und wo sie dann so die ersten 2 Stufen runtergegangen war, sagte sie, hinter ihnen fängt es an zu brennen. Das war eine Sekundensache, das ging furchtbar schnell. Es fiel irgendwas aufs Wasser, was brannte. Das Wasser hat sich entzündet. Mir war klar, ich stehe in der Suppe drin. Hab mir dann die Frau, die mir die Tür geöffnet hat, habe ich mir gepackt mit meinem Kollegen zusammen. In dem Moment gab es eine Durchzündung so stark, dass die Fenster teilweise rausgeflogen sind in dem Haus. Ja, und dann standen wir im Vorgarten mit einer, die wir gerettet haben, und haben die Frau, die wir zurücklassen mussten, im Hausflur schreien gehört. Das war ein schlimmer Moment. Ja. Mein Kollege, er hat ihr zugerufen, sie soll bitte in den ersten Stock gehen und versuchen, auf den Balkon zu kommen. Dann haben wir die zu zweit da aus dem Fenster rausgezogen, auf den Balkon. Dann sind wir mit der übers Geländer gestiegen. Mein Kollege ist vorgesprungen und ich bin dann mit der zusammen vom Balkon gesprungen. Ins Hochwasser, ja. Die Frauen konnten gerettet werden, aber sie waren nicht alleine im Haus. Aber wo wir dann an dem Haus vorbeigeschwommen sind zu unserem Boot, da hatten wir natürlich alle, auch sie hat dann auch nochmal gesagt, mein Mann. Wir wussten auch, dass wir da nichts tun konnten. Und da ist mir kurz bewusst geworden, dass wir auch ganz schön an der Gefahr vorbeigeschrappt sind. Die Feuerwehr übernimmt den Brand. Aber damit ist der Fall für ihn nicht zu Ende. Ich habe mich später darüber informiert, wie es der Dame ergangen ist, die wir aus dem Brand gerettet haben. Meine Information ist, dass sie zumindest 3 Wochen später noch gelebt hat. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Aber es war zumindest erstmal ein Erfolg. Ja. Manchmal müssen sie sich selbst in Gefahr bringen, um anderen das Leben zu retten. Hunderttausende ehrenamtliche Helfer in Nordrhein-Westfalen.